Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen spooky Video. Und zwar einem neuen Teil WhatsApp-Chats, die du niemals um 3 Uhr nachts alleine anschauen solltest, weil die lassen dich einfach nicht schlafen. Deswegen macht unbedingt zusammen mit mir den Grandma-Check. Vielleicht habt ihr auch sogar den Pulli hier. Wer hat den zu Weihnachten bekommen? Oh mein Gott. Poste mal jetzt ein Geister-Emoji unten rein. Auf jeden Fall, ja, macht mit mir zusammen den Grandma-Check, denn dort seid ihr sicher vor Dämonen und negativen Vibes. Und Leute, schreibt mal jetzt in die Kommentare, ob ihr irgendwas Seltsames, Unheimliches mal erlebt habt. Irgendeine ganz komische Situation vielleicht. Teilt sie mit mir in den Kommentaren. Ich lieb's, das durchzulesen. Und lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ich wieder eine neue verfluchte Nummer ausprobieren soll. Ich habe wieder eine neue gefunden, aber soll ich sie ausprobieren? Ihr könnt es bestimmen und ich würde sagen, let's go. Wusch. Kommen wir auch schon zum ersten Chat. Kennst du auch diese unangenehmen und unheimlichen Momente? Von welchen redest du? Wie kommst du auch darauf? Ja, so spät abends. Ja, wie kommt man plötzlich darauf? Keine Ahnung, vielleicht gerade erlebt. Zum Beispiel der Moment, wenn du alleine unterwegs bist und denkst, jemand verfolgt dich, aber da ist keiner. Oder wenn du gerade im Badezimmer bist und du wäschst dein Gesicht, musst deine Augen schließen und du denkst, jemand beobachtet dich vielleicht. Oder dein Spiegelbild steht da und guckt dich an und du weißt nichts davon. Oh mein Gott, das ist so creepy. Mädel, geh schlafen, ich geh off. Bekomm wegen dir noch Albträume. Oh mein Gott, wie oft hatte ich schon Angst davor. Oder wenn du gerade am Duschen bist oder so und dann, du weißt, du bist alleine, keiner ist gerade zu Hause, weil die vielleicht gerade einkaufen sind, deine Eltern und Geschwister und so. Du bist zu Hause geblieben und dann hörst du auf einmal so Geräusche. Du kriegst Angst, aber ist vielleicht nur irgendwas Kleines irgendwie zufällig runtergefallen. Habt ihr auch irgendwie so Momente, die euch gerade einfallen? Ihr könnt es mir gerne da lassen. Falls ihr keine Story für mich habt, dann lasst so einen Moment mal da. Apropos, wenn wir gerade dabei sind, ja, mir fällt gerade ein, was ich auch absolut unheimlich finde und gar nicht mag, ist der Moment, wenn du kurz vorm Einschlafen bist und dein Körper geht plötzlich so hoch und zuckt, weil du denkst im Traum, du fällst irgendwo runter. Oder Déjà-vus. Boah, richtig creepy. Also wenn du denkst, du warst da schon mal, du hast die Situation erlebt und denkst, irgendwie ist das gar nicht gut. Okay, kommen wir auch schon zum nächsten. Immer wenn ich alleine bin, höre ich ein Flüstern aus den anderen Zimmern. Echt jetzt? Ja, das ist total gruselig, deswegen hasse ich es, alleine zu sein. Ich glaube, in diesem Haus stimmt was nicht, denn in dem, wo wir vorher wohnten, wahrscheinlich meinte die Person, hatte ich sowas nie. Nur wenn ich alleine bin, passiert es. Sonst nie. Willst du lieber heute bei mir übernachten? Ist okay. Das ist ein wahrer Freund oder Freundin, ey. Sowas brauchst du in dem Moment. Dankeschön. Dankeschön für diese tolle Freundschaft. Du bist alleine, hörst ein Flüstern aus den anderen Zimmern. Du bist gerade noch umgezogen. Wow. Die Wahrscheinlichkeit, dass du bald wieder da ausziehen wirst, ist einfach gleich 0,0. Und sonst hört es keiner, Mann. Und wenn du nur alleine bist, ey, das brauchst du gar nicht. Echt, wirklich gar nicht. Oh mein Gott, never glaubst du mir, was passiert ist. Was soll ich machen, ey? Was ist denn los? Irgendwas passiert? Okay, jetzt kommt ein Text, Leute. Bin von der Schule heim und hab Mama gerufen, damit sie halt weiß, dass ich zu Hause bin. Und hab dann ein Ja, bin hier oben gehört. Ich dachte, okay, ist wohl oben irgendwas am Dekorieren vielleicht und bin hoch. Und dann hörte ich sie wieder. Komm her, bin hier. Das kam aus ihrem Zimmer. Bin also hin und wollte gerade die Tür öffnen, als plötzlich die Haustür unten aufging, meinte die Person wohl. Und Mama rief, dass sie zu spät wäre, weil sie noch einkaufen musste. Was? Like what, was hat mich gerufen? Und das war ihre Stimme? Geh lieber nicht ins Zimmer. Hast du deiner Mutter schon davon erzählt? Oh mein Gott, ich fühl's, ne? Wenn du plötzlich so am Zittern bist, dann kannst du nicht mehr schreiben. Also, war da jemand im Zimmer oder nicht? Was meint ihr? Oder spukt es bei denen? Aber wenn es sich eins zu eins wie die Mama anhört, ich meine, du hörst es doch raus, ob es deine Mutter ist oder nicht. Das ist voll creepy. Wie kann das sein? Alter, ich grusel mich. Ich grusel mich. Zum Glück hat sie nicht die Tür geöffnet. Ehrlich. Vielleicht doch lieber Polizei rufen oder so? Vielleicht wäre das besser. Ih, ich gehe nie wieder zelten. Wir sagten sowas. Vor allem, ih, wer schreibt das denn? Ich finde Zelten eigentlich voll cool. Also, solange man es nicht alleine machen muss, ne? Also, wenn man mit Leuten und so zelten geht, ist eigentlich voll cool. Bei gutem Wetter, wenn es nicht gerade mega stürmisch ist und so. Mag jemand von euch auch zelten? Wer kam überhaupt auf diese tolle Idee, zum Uni-Abschluss auch noch zelten zu gehen? Was ist passiert? Ja, das frage ich mich echt. Also, sie dreht gerade völlig durch. Wir hatten beim Zelten so eine Einwegkamera mit wegen Aesthetic und so. Ich habe sie entwickeln lassen und heute die Bilder bekommen. Jetzt sitze ich hier und du weißt nicht, was drauf ist. Ich habe Angst. Ugly Selfies von euch. Sehr nett, ne? Diese Ernsthaftigkeit. Also, ich erwarte irgendwie Schlimmes. Nein, Mann! Wie ich schlafe an verschiedenen Tagen? Keiner war es von meinen Freunden. Wer war es dann? Wurden wir beobachtet und verfolgt? Mann, das ist gruselig.
sicher, dass es wirklich kein Prank war? Also es kann wirklich sein, dass du irgendwie geprankt wirst von deinen Freunden vielleicht, weil die dachten, oh, es ist lustig, von jemandem mal solche Bilder zu machen beim Pennen, einfach so. Aber wenn die schon sagen nein und du drehst vielleicht auch schon durch und wirst halt auch sauer, normalerweise richtige Freunde sagen dann, ja, it's a prank und sagen dann Bescheid und so. Aber wenn die dann trotzdem dabei bleiben und sagen, nee, das waren wir nicht, dann würde ich denen schon glauben. Vor allem, oh nee. Na okay, jetzt verstehe ich, warum man Zelten nicht mag, dass man Angst hat, dass irgendjemand da reinkommt oder so plötzlich, ne? Aber ich weiß ja auch nicht, wo die Zelten waren, ne? Also eigentlich geht man ja auf den Campingplatz, aber ich weiß ja nicht, was einige da machen. Keine Ahnung. Oh mein Gott, ich fühlte mich die ganzen letzten Tage irgendwie unwohl im Wohnzimmer, als würde mich etwas beobachten. Bei dir zu Hause? Das ist unheimlich. Aber wer kennt es auch, wenn man plötzlich sich so ein bisschen beobachtet fühlt irgendwie? Ich habe dann heute bei uns so rumgeschaut und habe was entdeckt und du glaubst nicht, was. Wer hat das ins Wohnzimmer gestellt? Der Teddy hat eine versteckte Kamera. Oh mein Gott, seht ihr das? Der hat einfach mal keine Nase, der hat eine Kamera da drin. Oh! Wer hat den Teddy da hingestellt? Wer? Warte, wer will euch beobachten? Ich weiß es nicht, wir haben ihn direkt weggeworfen und Polizei gerufen. Alter, ich hab Angst. Warum ist da eine Kamera drin? Vor allem in der Nase. Aber okay, wenn man genauer hinschaut, dann sieht man das halt, dass es eine Kamera ist, ne? Aber im ersten Augenblick, vielleicht achtest du darauf gar nicht so wirklich. Kannst du mich so schnell wie möglich abholen? Alles mit der Ruhe. Ist was passiert? Du glaubst mir das bestimmt niemals, aber es ist wahr. Was denn? Dachte, du wolltest dir einfach einen schönen Abend machen. Okay, es ist 23:30. Vor ein paar Jahren ist ja Opa von uns gegangen und der Massagesessel, auf dem er immer saß, und sein alter Fernseher wurden in den Keller gebracht. Jedenfalls wollte ich gerade selbst Fernsehen, als Oma schlafen ging, als ich plötzlich Geräusche aus dem Keller hörte. Bin also hin, um zu schauen, nicht, dass da Einbrecher sind. Ich bin hin und sah, dass der TV ganz woanders stand als gewohnt und eingesteckt war. Sein Lieblingssender lief und der Stuhl stand direkt davor und ging an. Ich bin direkt raus. Holst du mich ab? Heftig, was ist mit deiner Oma? Ja, aber was mit deiner Oma? Nimm deine Oma mit, Mann. Du kannst doch nicht deine Oma da lassen. Wenn irgendwie ein Fenster unten im Keller offen ist oder sowas, ne, würde ich mir schon Gedanken machen. Also es könnte jemand sein, der da eingebrochen ist oder so und dann da schläft oder so, ein Hausbesetzer, keine Ahnung. Es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also ich hätte die Oma lieber erstmal mitgenommen, die nicht einfach schlafen lassen. Digga, du kannst doch nicht einfach abhauen. Meint ihr, das ist der Opa oder meint ihr, das ist jemand, der eingebrochen ist? Lili, irgendwas passiert? So schreibst du mich nie an. Alle fragen, was ist passiert, ne? Ist mir so aufgefallen. Was los? Was ist passiert? Aber ehrlich jetzt, das fragst du dich ja auch, ne? Wenn du so angeschrieben wirst und gleich Panik ist. Ja, wir packen gerade unsere Sachen für den Umzug, ne? Ich sollte jetzt zuletzt noch eben schlafen, Dachboden und dann noch gucken, was mit soll und was nicht. Okay, und was ist jetzt damit? Ich habe solche Kuscheltiere gesammelt und die wollte ich gerne mitnehmen, bis ich gesehen habe, wie die jetzt aussehen. Oh! Was sind das denn für Dinger? Alter, warum haben die Zähne? Junge, warte, wer war das denn? Du? Nein, eben nicht. Wer macht so etwas? So sahen die nie aus. Ich hatte ganz andere Hasen. Sei froh, dass ihr da wegzieht. Das ist total gruselig. Was, es sind noch nicht mal deine Kuscheltiere? Warum haben die Zähne? Die sehen so süß aus, aber haben Zähne, Alter. Und was ist das? Nee, ich hab Angst. Vor allem, die vorne so einen Zahn haben, ne, finde ich echt creepy. Also dieser gelbe da, der guckt mich irgendwie schon an. Nee. Okay, wir haben hier einen kurzen Chat. Stell die Spiegel wieder auf. Um Mitternacht? Was? Hä, wer bist du und woher weißt du, dass die Spiegel abgehängt sind? Bitte, wir vermissen es, dich zu sehen. Oh mein Gott! No way, so kurz, aber so Gänsehaut. Oh mein Gott, ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Das heißt, es war eine gute Idee, die abzuhängen. Aber wer zum Teufel schreibt dich da an? Das heißt, irgendjemand muss dich dadurch beobachtet haben. Obwohl, da steht ja wir. Wir vermissen es, dich zu sehen? Mich wundert es jetzt nur, warum hat er oder sie den Spiegel schon abgehängt? Ey, Alter, das ist so gruselig. Kommen wir auch schon zum letzten Chat. Bist du noch wach? Es ist 3.50 Uhr. Hast Glück, haben noch lange mit der neuen PS5 von Max gespielt, bin aber echt K.O. Was los? Ich dachte gerade, Tim wäre nach Hause gekommen, weil ich plötzlich Klopfen und so ein Ruckeln an der Tür hörte. Ich habe aber gemerkt, dass es nach 3 Uhr ist und mitten in der Nacht. Tim kommt erst kurz vor 6. Hast du die Polizei gerufen? Ja, die ging aber gerade eben wieder. Jetzt wird's unheimlich, weißt du? Die haben nichts feststellen können. Keine Einbruchsspuren, Haustür war verschlossen, keine offenen Fenster, einfach nichts. Was war es dann? Ich weiß es nicht, es macht mir aber total Angst. Ist ja klar, wenn da irgendwie nichts ist, muss die Polizei ja wieder abrücken, aber wenn das einfach nicht zu erklären ist, dann
Was war es dann bitte, außer irgendwas Paranormales? Ja, also wenn die nicht Gänsehaut pur waren, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, das reicht aber jetzt fürs Erste. Ich bin gespannt auf eure Stories und auf eure Momente, die ihr wirklich unheimlich findet, wenn wir das schon im Chat hatten. Vielleicht fällt euch ja noch irgendwas ein, wovor ich mich auch gruseln kann. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich hab euch so, so da lieb. Bye!